Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute gibt's was auf die Zitrone. Und passend dazu habe ich mir ein Sträußchen Melisse gepflückt. Ja, ich mache einfach ein bisschen was Zitroniges bei dem sonnig heißen Wetter, was dann heute auch mal war und gegen Abend sich dann doch als sehr kühl und leider ein bisschen bewölkt und gewittrig gezeigt hat. Nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem ja noch schöne Tage und ich finde, es passt so auch zum sommerlichen Ambiente, wenn das so ein bisschen zitronig dekoriert ist, wenn ihr ein Fest habt oder einfach auch für euch auf die Terrasse. Ich habe schon drei Teile waren es. Einmal diese Etagere, ich schiebe das gerade mal ein bisschen rüber, dann kannst du da drauf, dass man das so ein bisschen sieht. Da habe ich jetzt einfach Hortensienblüten nur draufgelegt, ein Gläschen gefüllt und auch die Melisse rein, Zitronenscheiben und hier einfach so ein kleines Thymiankränzchen mit so einem dünnen Wickeltraht einfach so drum gewickelt um das Glas. Und das sind noch so ein paar, das ist so ein Zapfen, den habe ich mal geschenkt bekommen, den finde ich sehr, sehr toll. Ja, dann werde ich mit euch hier diese Zitronenbäschen machen. Ich habe da passend dazu auch so einen Untersetzer, weil es wird angeschnitten. Hups, jetzt ist das Bändle runtergefallen. Nach oben. Da passt. Passend so ein Untersetzer, irgendwas, einfach ein Untersetzer, weil unten kommt ein Anschnitt. Sonst sabbert das zu sehr. Und das geht ganz einfach. Ihr schneidet die Zitrone möglichst gerade ab. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt beim ersten Mal einigermaßen. Die Stücke können wir nachher noch einfach in die Vase dazu und einfach so ein Wasserröhrchen. Und das habe ich jetzt da so, ist ein bisschen spritzig, reingesteckt. Und da könnt ihr natürlich nach Belieben eine Blüte auch reinsetzen. Ich wollte es jetzt einfach so ein bisschen mit der Melisse einfach ganz schlicht halten. Wo ist jetzt mein Kordel? Da habe ich hier so eine Kordel, das ist so eine Drahtkordel. Die habe ich jetzt einfach dann drum gewickelt. Einfach mehrmals drum. Ich hätte es sollen vor dem Wasserröhrchen machen. Geht aber auch so. Oder ein anderes Bändle geht auch. So, dann ist die Zitrone auch noch geschmückt. So, abzwicken. Und dann einfach, ich habe mir auch noch eine Pflanze gekauft. Die hatte halt etwas längere Stiele. Das ist natürlich perfekt. Da kann es ein bisschen raus. Wenn ihr mal eine Gartenparty habt, ist es auch eine schnelle, schöne Lösung. Essbar ist es auch. So, das sind jetzt einfach meine Zitronen. Kleinen Zitronendekos und dann werde ich mit euch jetzt noch das große Gefäß machen. Ein bisschen hier wieder aufräumen. So, ich habe diese Teile hier irgendwann mal gekauft und ich habe noch nie zum Einsatz gehabt. Im Einsatz, also es ist schon ein bisschen benutzt. Ich weiß, irgendwas habe ich mal drin gehabt. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch schön, jetzt einfach das noch dazu auf dem Brett. Und ihr könnt auch einfach einen Filz drumherum wickeln, wenn euch das Glas dann zu nackt ist, oder ganz schlicht lassen. Ich wollte jetzt einfach das Teil integrieren. Da kommt jetzt mein schweres Gefäß rein. Und das gefällt mir richtig gut, muss ich echt sagen, mit diesen Filzkörben. Und dann lassen wir einfach ein paar Zitronen reinplumpsen. Und ich schneide noch eine auf. Ein bisschen Anschnitt.
und dann einfach die Kräuter rein. Kräuter nach Belieben, Rosmarin, Basilikum, Thymian, das geht alles. Wunderbar. So, und da kommen jetzt einfach nur die Schwimmkerzen drauf. Und so würde ich es dann auch lassen. Hier habe ich noch so ein Gundermand rumgeschlungen. So. Könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Noch ein, zwei Zweige. Ein bisschen gucken mit den Kerzen, dass das nicht abfackelt. Wenn, dann duftet es halt nach gegrillter Melisse oder gegrillter Zitrone. So, das war es eigentlich schon. Und das Ganze werde ich jetzt dann hier auf dem Tisch dekorieren. Einfach nochmal drüber gehen und... Nee, da kommt jetzt kein Gundermann, das möchte ich jetzt einfach ganz schlicht. Ihr könnt auch eine andere Rankpflanze, aber der Gundermann ist ja auch Weihrauch, der kleinblättrige Weihrauch. So. Dann zünde ich das an. Es knistert. Oh, die ist ausgegangen, die war zu nah am Wasser. So. Vielleicht schafft sie es ja noch. Mag nicht, muss eine andere nehmen. So, ihr Lieben, und schon wieder am Ende. Das sind kleine Deko-Tipps. Ihr wisst ja, immer wieder zeige ich irgendwas. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr das gerne nacharbeiten. Ein bisschen abändern geht immer, das ist klar. Das sind einfach Beispiele. Derweil wünsche ich euch dann noch eine gute Zeit. Und wir sehen uns dann im Mai schon wieder bald. Ein Kommentar wäre super, ein Like auch. Danke fürs Zusehen. Tschüss.